Gibt's diesen Quest nicht mehr, oder? Ah, ich glaube, das war der Quest für die Zwerge. Ihr seht, das ist das Stadtgebiet hier. Und wir gehen jetzt mal, wenn wir auf L gehen, haben wir hier ja noch zwei Quests. Wir müssen also nach ins Coldridge-Tal zu Tran. Wo ist denn der? Ah, ich weiß, wo der ist. Der ist da in der Halle da hinten. Wir gehen mal in die Halle. Ich habe immer gedacht, dass es hier mehr Quests gibt. Das ist das Stadtgebiet der Gnome. Mal gucken, was der so sagt. Schaut mal, wie schön das Licht hier sich spiegelt. Hier ist eine Laterne. Laterne, Laterne. Ui. Also lass uns mal da reingehen. Ui. Amboss. Oh, ist aber schön hier gemacht. Das ist ein Amboss. Das sind Schusswaffen, Schwerter, Lanzen. Ach, hier gibt's noch mehr. Ach, hier kann ich was kaufen. Das ist ein Schurkenlehrer. Ich bin Krieger. Das ist ein Kriegerlehrer. Hi. Wie geht's? Hi, mir geht's gut. Ach nun. Ein weiteres Memorandum von einem Gnom im Einsatz. Ist das nicht kurios? Nein, ich meine, nein, nein, ich mache mich nicht über euch lustig, Kleiner. Eure Zähigkeit verdient Respekt, so viel ist sicher. Ich wäre genauso verärgert, wenn Ironforge von Dunkeleisenzwergen eingenommen würde. Ich glaube also nicht, dass ich kein Mitgefühl mit euch verspüre. Tja, wie ich sehe, ist dies eure oberste Detektive. Okay, das ist halt mein Bleibt auf Kriegerlehrer. dem Boden! Schauen wir mal, was kann ich denn Grüße! lernen? Schlachtruf kann ich lernen, kostet 10 Silber. Kauf mal. Und den Rest können wir nicht kaufen. Das ist rot, ihr seht das schon. Da brauche ich andere Stufen. Da brauche ich Stufe 6, Stufe 4, Stufe 4, Stufe 6. Habe Mögen ich. eure Reisen sicher sein. Habe ich alles nicht. Was habe ich denn jetzt bekommen? Eine Kampfhaltung? Schlachtruf, hier steht's. Ich gehe mal auf C. Nein, nicht auf C. Ich gehe auf das Buch hier. Angreifen habe ich hier unten in der Leiste. Passiv, Arkanwiderstand. Ausweichen ist passiv. Blocken ist passiv. Entfesselung ist passiv. Alle Effekte. Interessant. Das ziehe ich mir mal hier rein. Und was haben wir hier? Schlachtruf. Der Krieger schreit, wodurch sich die Nahkampfangriff der Gruppe innerhalb eines Radius von 20 Meter um 16 erhöht. Das ist so ein. Ja, okay. Muss mal ausprobieren. Sollen wir gucken mal, ob es hier Waffen gibt? Jäger. Da hinten gibt es was. Ja, genau. Priesterlehrer. Hier, Magierlehrer. Da gibt es Leder, wäre jetzt nicht so gut. Wo kommt man denn da hinten raus? Ah ja, das sind die Dämonenausbilder. Und. Oh, der hat sich aber schön gemacht, der Hexenmeister hier. Digga! Hast du es schön gemacht? So, ich will jetzt hier mal Waffen kaufen. Da friert es mir immer, wenn ich hier spiele. Hier gibt es was zu trinken, ein Bier, aber Alkohol nur abends. Ui, schaut mal. Wie schön hier die entsprechenden Wappen hier aufgebracht worden sind auf die Holzfässer. So, jetzt gucken wir mal hier. Paladinlehrer. Rüstungsschmied klingt gut. Wie geht's? So, wir können uns hier reparieren, weil wir haben ja gekämpft. Die Rüstung ist ein bisschen kaputt gegangen. So, und jetzt müssen wir halt mal gucken. Wir hätten hier 55 statt 5 Rüstung. Das ist gigantisch. Und 58 statt 2. Wir haben also hier 58 minus 2 hätten wir 56 mehr Rüstung. Und hier hätten wir 50 mehr Rüstung. Aber ihr seht, ich kann mir hier 67 Rüstung besorgen, weil ich habe anscheinend. Ich habe noch. Ach, drum, der läuft mit Hemd rum. Ach du meine Güte. Kampftitan läuft mit Hemd rum. Das ist echt. Mit euch! Wo bin ich jetzt erschrocken? Warte mal, gab es nicht einen Waffenhändler hier? Was geht euch durch den Kopf? 2 bis 4 Schaden, ne? Ja, oder ein Dolch.
Der macht halt 1,2 Schaden pro Sekunde. Genauso viel wie das Schwert. Alles, was rot ist, kann mein Kampftitan aktuell nicht tragen. Entweder den Kurzstab, weil er keine Stäbe verwenden kann. Er ist ja ein Krieger, kein Priester. Und Zweihändigkeit hat er anscheinend noch nicht. Ihr seht, das sind die Zweihandwaffen hier. Eine Axt hat er noch nicht erlernt. Sondern das müssen wir halt ein bisschen rechnen. Ne? Besser wäre jetzt erstmal sicher eine gescheite Rüstung. Seid auf der Hut. Also ziehen wir uns hier erstmal die Rüstung an. Und ihr seht hier unten meinen Rüstungswert 154. Und jetzt habe ich 221. Sehr schön. Aber jetzt kann ich halt keine Waffe mehr kaufen. Na, weil dafür langt's Geld nicht. Schön, euch zu sehen. Ich habe noch 26. Das ist sehr schade. Na gut. Bleib sauber. Na gut. Jetzt gucken wir mal, was will denn der hier? Ausrufezeichen. Seid ihr aber groß! Wir haben die Trox aus Gnomeregan vertrieben. Aber dann ist alles schrecklich schief gegangen. Jetzt ist unsere Heimat völlig von Strahlen verseucht und wir Gnome sind überall in Dun Morok zerstreut und verstreut. In meiner Hast, die Strahlung zu entkommen, habe ich all mein ganzes Hab und Gut, all meine Werkzeuge verloren. Die Trolle haben sie geholt. Sie haben meine Truhe, meine Kiste, meinen Bolzeneimer gestohlen. Das ist südlich von Anvilmar. Okay. Gibt halt 50. Na. Okay. Wenn wir das machen, wird's lang. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Oder ob wir nicht gleich. Weil das dauert mindestens 20 Minuten, bis wir das jetzt machen. Welch Freude, euch zu sehen. Alles klar. Ja, komm, machen wir das schnell. Das ist südlich. Naja, gut. Puh, das wird jetzt was. Da werden wir jetzt ein bisschen gucken, sonst kann man hier nichts machen. Ist doof. Ach, hier ist schön warm. Oh. Ah, ich krieg Schaden. Oh, ich hab mich verbrannt. Gibt's da Geschenke? Oh. Das ist natürlich wieder gefährlich. Ne? Schau mal, wir haben hier Sprengkörper und gleich daneben ist es Feuer. Ich meine, normalerweise machen die das die Gnome nicht, die sind nämlich nicht dumm. Das sind jetzt hier die Techniker. Also gut, dann werden wir jetzt noch ein paar Leute verkloppen. Dann schauen wir mal, dass wir auf Stufe 4 kommen. Im Süden, ihr seht's, wir laufen Richtung Süden. Wir können M für die entsprechende Taste drücken und gehen auch nach Süden. Ich denke, wir müssen in diese Höhle hier runter. Und das ist das Stadtgebiet der Gnome. Das heißt, wir sind hier natürlich... Ihr kleiner Upfi, ihr kennt mich schon. So, und dann gehen wir mal runter und suchen hier das entsprechende Material für unseren Kollegen. Also Felix, Kastentruhe, Bolzeneimer. Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso hier der Quest nicht erscheint. Wir haben halt jetzt bloß eine sehr gute Rüstung bekommen, aber halt leider keine gute Waffe. Alles in gelb, das heißt, keiner greift mich an. Normalerweise sind die in den späteren Stadtgebieten alle, oder in den späteren Gebieten alle rot. Und dann greifen die aber hundertprozentig an. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Höhle ist. Ach, hier hinten, oder was? Ja, gleich um die Ecken. So, und der Witz ist, das sind zwei Eingänge, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, nicht zwei Eingänge, aber hier. Siehst du, der hat mich schon angegriffen hier. Der ist Stufe 4. Nahkampfangriff um 16 erhöht, sehr gut. Oh, sind die groß. Oh, ist der schwer. So, der hat mich jetzt 25% gekostet. Ihr seht aber, ich erhole mich sehr, sehr schnell. Nur zwei dürfen mich halt nicht angreifen. Und ihr seht, siehst du es? Der hat mich jetzt sofort angegriffen. Fertigkeiten seht ihr unten links. Werden auch immer besser. Okay. Ja, da ist ein kleiner Wally. Ich will auch so einen Wolf als Hundi. Sollen wir mal gucken hier. Gibt es hier irgendwas zu holen? Da ist irgendeiner eingesperrt. Nö.
Die essen Menschen oder was? Komisch. Was ist denn das hier für einer? Der ist Stufe 3, okay. Und ihr seht, ich bin auch weit von Stufe 4 entfernt. Ich habe kein Ziel. Okay, da ist was Schönes gedroppt für uns. Schwere Rüstung. Das ist toll. Das ist richtig toll. Das heißt, wir sind jetzt... Oh, der ist aber auch Stufe 4. Der ist Stufe 4. Und ihr seht, die Rüstung ist toll. Wir kriegen viel weniger Schaden. Mal gucken, hier gibt es hier was. Au, das ist der Eimer, ne? Das ist der Bolzeneimer. Ja, das ist er. Zack. Damit haben wir den Bolzeneimer. Jetzt brauchen wir noch eine Truhe und einen Kasten. Truhe und Kasten. Ja, wir haben noch genug zu tun hier. Ich weiß, dass wir da einmal rüber müssen. Nicht genug. Ja, ist ja gut. Schöne Stimme. Hier, mein Schlachtruf darf ich nicht vergessen. Nicht genug Wut. Oh, voll eine in die Fresse. Mann, der haut bei ganz schön zu. Der haut bei ganz schön zu. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Das waren doch immer so zwei Höhlen. Da hinten war doch auch nochmal eine, oder? Oh, ist das weit weg. Das ist weit weg. Das ist ein Abenteuer hier. Hallo, Wolfi. Ich habe keine Fernwaffen, gar nichts. So, hier muss ich jetzt also noch die Truhe von Felix und den Kasten finden. Ich brauche mehr Wut. Und ihr seht schon, diese Trollwelpen, das sind also die Jungen, ne? Die haben also eher die Größe von einem Menschen. Warte mal kurz, bis ich wieder auf 100 bin. Da müssen wir uns halt durchkämpfen. Nützt alles nichts. Schade, dass nichts getroppt ist. Irgendeine gute Waffe oder nicht was? Genug Blut. So, kämpfen wir uns hier mal durch. Das war das Schild, das hat man gehört. Haben wir ein besseres Schild bekommen? Aber ja, 32 Rüstung statt 5. Das heißt, wir haben 27 mehr Rüstung und Blocken 1. Es gibt auch mehr Blockwerte. Blocken 2 und so weiter. Das heißt, wir haben ein besseres Schild bekommen. Sehr gut. So, und jetzt wird es schwierig, weil da sind 2. Die werden uns angreifen. Und ihr seht, die sind auch rot. Das heißt, die greifen sofort an. Wenn 2 mich angreifen, weiß ich nicht, ob ich das überlebe. Okay, cool. Was sind das für Handschuhe? 4. Okay. Hose. Passt. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Immer ran ins Gefecht. Das sind ja gleich mehrere. Das ist doof. Ich ziehe mir mal erst den einen hier unten. Brauche mehr Blut. Okay, cool. Nicht genug Wut. So, und gleich auf dem nächsten drauf, nicht lang rumtun. Oh, jetzt kommen 2, jetzt wird's gefährlich. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen als erstes wegkriegen. Jetzt kommen 3, das schaffen wir nicht, 3 schaffen wir nicht. Wir reisen aus. 2, warten wir mal, bis einer wieder zurückgeht. Jetzt gehen alle 3 zurück, wir warten kurz. Wir können ein bisschen essen. Das wird hart jetzt. So, ran an die Beute hier. Weil wir brauchen ja auch Erfahrungspunkte. So, lass mal nicht alle 3 kommen, lass mal erst einen kommen. Jawohl, sehr gut. Brauche mehr Wut. Ja, weiß ich. So, jetzt machen wir erstmal den Kampf gegen den
vierstufigen